Hallo, hallo meine Lieben, hier ist wieder euer Eine Harry. Servus, grüß euch, ich hoffe euch geht's gut. Mir geht's soweit ganz gut, denn ich bin eigentlich so gesehen im Urlaub. Ja. Heute heißt es wieder Akku rein glücklich sein, so wie ich es immer sage. Und zwar heute geht es um die Gartenecke. Heute geht es um die Gartenecke, die wo ich schon von unlängster Zeit vorgestellt habe und ich habe noch keine Möglichkeiten gehabt, die zum Testen, weil bei unserem anderen Haus funktioniert das leider nicht. Das ist die GECR 1820LI von Power Exchange. Power Exchange, was ist Power Exchange? Für die es noch nicht wissen, Power Exchange ist meiner Meinung nach die schönste, beste, zahlreichste, vielseitigste, qualitativste Akkuplattform für uns Heimwerker. Meine Meinung. Deswegen habe ich alles von der. Und die Gartenecke habe ich mir eigentlich wirklich nur geleistet, weil daheim habe ich eigentlich, brauche es eigentlich nicht daheim. Aber hier haben wir eben so einen Bereich, wo da nicht so toll aussieht. Und da haben wir gedacht, kommt der leichteste die und die gibt es ja an 36 Volt, das ist die 18 Volt. Und die probiere ich einfach aus, weil ihr wisst ja selber, haben ist besser als brauchen. Das ist immer so. Und wenn man es eben braucht, dann hat man es einfach. Das ist so. Und das, jetzt brauche ich sie. Und dann haben wir gedacht, komm, mach schon ein Video. Lass ich euch live dabei sein. Ich habe ja, wie gesagt, das Unboxing-Video gemacht, zusammengebaut und so weiter. Das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch angucken. Aber jetzt probieren wir das einmal aus. Diese Gartenumgrabgerät, ist eigentlich dazu da, nur den Boden aufzulockern und nicht umzugraben. Die geht wahrscheinlich auch gar nicht so tief rein. Ich habe mir das mal angeschaut. Du hast ja hier praktisch, wenn jetzt der Boden hier ansteht, dann hast du hier 2-3 cm, wo das Messer im Boden geht, denke ich mal. Also ist meine Meinung. Und es ist eigentlich dazu da, habe ich mal sagen lassen, eigentlich den Boden zu lüften, ein bisschen das Unkraut rauszuholen und nicht direkt umzugraben. Die größere, die 36 Volt, ich habe sie nicht. Und ich muss jetzt auch gar nicht sagen, ich brauche sie nicht, weil ich habe keinen Garten. Nicht? Bis jetzt. Und falls ich sie brauchen sollte, werde ich sie mir leisten, das ist eh klar, das wisst ihr. Du hast ja die hier, das Gute ist hier, du hast noch hier die Drehzahlverstellung. Moment, wo sind wir denn da? Da kannst du das Ganze hier schnell und langsam stellen. Das werden wir dann jetzt einmal machen, werden wir ausprobieren. Anhören tut sich so. Das ist jetzt 6. Und das ist 1. Das ist wieder 6. Jetzt stelle ich es mal auf 1. Und jetzt stelle ich mal die Kamera ein bisschen runter auf unser Testfeld. Ja, da sieht man, wie weit komme ich dann bis daher. Okay. Und dann werden wir das jetzt ausprobieren. Du hast natürlich auch hier deinen wobei der muss ganz ehrlich gesagt weiter rauf, denke ich mal, weil der ist jetzt weit unten. Der muss daher, muss ich umstellen. Und hier machen wir auf 6. Ha
Der Boden ist ein bisschen zu hart und ich habe jetzt gerade eben festgestellt, ihr habt gesehen, die ist immer stehen geblieben, und zwar war der Wackelkontakt da drin. Ganz klar, der war da drin. Dann habe ich das nochmal festgeschraubt. Oh oh, und jetzt geht nämlich was. Ja? Jetzt war ich am Anfang schon echt enttäuscht, habe gedacht, hey, was ist das? Und der Boden ist überhaupt nicht so hart. Und ich kann da richtig rein fahren, da. Der geht volle Kanne rein, da. Also, Jungs und Mädchens, ich habe jetzt echt gedacht, ganz ehrlich gesagt, habe ich gedacht, ich muss das Video abbrechen, weil irgendwas nicht stimmt. Es hat was nicht gestimmt, ich bin noch gleich drauf gekommen, und zwar hier. Das ist natürlich jetzt auch top, dass das passiert ist, weil es kann ja bei anderen auch passieren. Hier dran, wenn ich so gemacht habe, dann hat die mehr Power geben oder weniger Power geben. Anscheinend hatte ich hier keinen gescheiten Kontakt mehr gehabt. Und dann habe ich das Ganze nochmal festgeschraubt und dann haben wir gesehen, wie das Ding durchmarschiert durch den viel zu harten Boden, wie das Ganze durchmarschiert. Und deswegen war es jetzt gut, dass es eigentlich so passiert ist, weil ich habe mir schon gedacht, es kann jetzt nicht sein, dass das Ding nicht funktioniert oder dass es jetzt nicht geht. Der Schalter ist dann teilweise auch gar nicht gegangen. Das ist jetzt so ein klassisches Ding. Du kaufst schon das Teil, baust es zusammen, ziehst aber die Schrauben nicht gescheit an, so wie ich das gemacht habe. Vielleicht da die Schrauben nicht gescheit anzogen, dann hat es keinen gescheiten Kontakt gehabt. Und dann probierst du das Teil aus und nach 2 Minuten sagst, was habe ich jetzt da wieder für einen Mist gekauft, weil es nicht funktioniert. Aber der Harry ist natürlich gleich am Fuchs und draufgekommen, hingelangt oder gewackelt, besser gesagt, ich habe ja am Gerät gewackelt, so. Und dann haben wir gleich gemerkt, dass es schneller läuft oder besser läuft. Ist wie gesagt der 4-6 Ah Akku drin in dem Gerät und es marschiert wirklich durch. Es ist jetzt wirklich gut, dass es passiert ist, muss ich nochmal sagen, weil gerade für die, wo es vielleicht auch passiert, sowas, haben dann gleich einen Anhaltspunkt, oh ja, muss ich das ein bisschen fester anziehen. Ich muss mir aber die Kontakte wirklich jetzt nochmal anschauen, baue das Ganze auseinander, schauen wir die Kontakte nochmal an, warum das so passiert sein könnte. Ja, wenn das halt einfach nicht gescheit drin ist, das war vielleicht nicht gescheit drin, man sieht es jetzt aber auch nicht so richtig gut. Du hast aber da eine Arretierung, wie es reingehört, und dann ist es fest. Und wichtig ist wirklich gescheit anziehen, das Ganze, das ist ganz wichtig. Das Einzige, was ich machen muss, der da muss da rauf, weil der ist zu weit unten so, habe ich festgestellt, eigentlich brauchst du noch gar nicht,
weil du einfach das Gerät jetzt, also ich habe es einfach zu mir hergezogen und das arbeitet sich selber rein, das geht genauso weit rein. Die Leute wollen sagen, hast du dem seine Sicherheit schon gesehen? Ich weiß, muss aber jeder selber wissen. So arbeitet man normal nicht, gell? Aber da habe ich schon. Okay. Also ich muss sagen, ich hätte es nicht gedacht, dass es so durchmarschiert. Ich zeige euch jetzt noch was, was wir uns gekauft haben. Ich zeige euch erstmal, wie wir da durchmarschiert sind. Es ist wirklich alles perfekt aufgelockert, so wie es sein soll. Da sehen wir den alten Boden. Da sehen wir das, wie es aufgelockert ist. Da sehen wir meine Sicherheitsschuhe. Also nicht schimpfen. Und jetzt zeige ich euch noch was. Was ganz Feines. Das ist doch cool, oder? Das ist doch richtig cool. Riesenfette Zitronen haben wir. So. So, würde ich sagen, das war's zum Beitrag. Gartenecke. Die 18 Volt Variante, wo erst rausgekommen ist. Wie gesagt, Unboxing-Video unten verlinkt, angucken, ganz wichtig. Und gut, dass der Fehler passiert ist, so haben wir ihn gleich beheben können. Danke fürs Zusehen, ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Der, wo jetzt noch kein Abo nicht hat, der soll vielleicht eins machen, weil der Harry ist der, deine Harry, der, wo für euch immer versucht, sofort die neuesten Geräte zu bekommen, sodass wir das zeitnah zeigen können, dass ihr vielleicht Entscheidungshilfe von mir kriegt und euch entscheiden könnt, brauche ich das nicht. Und so versuche ich einfach jedes Gerät sofort zu bekommen. Es sind noch ganz, ganz viele Geräte schon daheim, habe ich gehört von meiner Tochter, die hat mich angerufen und die war erst da. Da hat gesagt, Papa, daheim stapeln sich die Geräte und freue mich schon drauf. Und darüber Videos zu machen, da sehen wir uns aber dann. Ich würde sagen, bleibt gesund, bleibt wie ihr seid. Freut sich an den Maschinen, freut sich an euer Leben. Kümmert euch um eure Familie und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, euer Einhell Harry. Ciao, ciao, servus.